Ich hatte das Glück, gemeinsam mit dem Auktionshaus Van Ham 4000 Kunstwerke anzubieten. Es wurden über 7,5 Millionen Euro erzielt. 90% sind bereits verkauft. Und jetzt ist der Augenblick, wo ich mich von den letzten 400 Kunstwerken verabschieden muss. Kunst ist für mich der Resonanzraum meines Lebens. Und die Vielfalt der Sammlung und auch der Gemälde, die jetzt in dieser Last Chance Auktion angeboten werden, diese Vielfalt ist ein Spiegelbild meines Kunstverständnisses. Es ist zum einen, wie Cornelia Starke, diese Leipziger Künstlerin, die weit weg von dem figurativen Stil ist, den man der sogenannten neuen Leipziger Schule nachsagt. Es ist die Tiefe in dem Bild, das in mir, bei dem Betrachter, tiefe Resonanz erzeugt. Robert Klümpen, der im Rheinland zu Hause ist und Licht in das Dunkel der Nacht wirft, Licht in die Straßenzüge meines Lebens. Eine Allegorie auf das Leben, wo ich mich fragen kann, jetzt auch in einer intellektuellen Auseinandersetzung, ja, was ist denn im Dunkel meines Lebens das Licht? Und wohin führt dieses Licht in meinem Leben? Miriam Flaming, die quasi die Brücke schlägt zwischen den Kunstzentren, die mir ans Herz gewachsen sind. Rheinland in Düsseldorf und Leipzig ausgebildet, Berlin, wo sie heute lebt. Miriam Flaming stellt mit diesen beiden Tronjes, mit diesen Charakterköpfen, die entscheidende Frage nach, wie sie diese Serie betitelt, Human Nature. Was ist die Natur des Menschen? Und gerade in den Gegensätzen, die helle und die dunkle Haut, die Androgynität, das Verschwimmen von Geschlechtern, was uns im gesellschaftlichen Diskurs trennt und separiert, kommt sie zum Wesentlichen. Den Augen als Spiegelbild der Seele, dem Innersten des Menschen, dem eigentlichen Seele, Geist, Bewusstsein, aus dem heraus ich lebe, aus dem heraus ich mein Leben gestalte. Miriam Flaming in einem wunderbaren Kontrast zu David Nicholson, der die Brücke über den Atlantik baut, von Kanada nach Berlin, in einer altmeisterlichen Feinheit der Textur, des Duktuses und eine so freche Komposition, der Fisch aus einer Untersicht. Nie gemalt auf den Fischstillleben meines geliebten Hollands im 17. Jahrhundert, wo eben diese Fischstillebenmalerei entstanden ist. Das Blut, das herausspritzt, das Sterben, das Vergehen, das Drama des Lebens. Und dann die Heiterkeit, die Fröhlichkeit, die sich aus den Farben ergibt, die mich locken, bevor ich dann das Drama der Komposition, das Drama des Lebens erkenne. Und dieser Kontrast, der bei Daniel Behrendt verblasst hinter dem Fensterglas, diesem milchigen Fensterglas, ein wunderschöner, großartiger Blumenstrauß, die Farben sind nur zu erahnen, das Spiel mit Unschärfe, Klarheit. Last Chance, die letzten 400 Objekte, ich muss sagen, es ist für mich wirklich auch ein weinendes Auge, weil ich dachte, es würde etwas übrig bleiben. Aber Van Ham schafft es, wie beim allerersten Mal, es wird eine White Glove Sale, alles wird verkauft. Gute Kunst muss man wollen und Gott sei Dank kann man sie sammeln und wenn das Schicksal zuschlägt, auch wieder verkaufen.